So habe ich es geschafft, meine günstigsten Leads zu generieren. Mit diesem einen Produkt habe ich unzählige Neukunden gewonnen. Die meisten von euch machen diesen einen krassen Fehler bei der Lead-Generierung. Hörst du das? Das ist noch richtig Bares. Das sind, wie sagt man früher, Pfennig, Kupfergeld, Heiermann. Das sind so Ausdrücke, die 18-Jährigen jetzt hier alle nicht mehr kennen. Aber um simpel zu sagen, es sind 4 Euro. Mit einem 4-Euro-Produkt habe ich es geschafft, unzählige Leads zu generieren. Wie ich das gemacht habe, wie das geht und warum du das auch machen solltest, das werde ich dir heute in dem Video unter anderem erzählen. Aber irgendwo mittendrin, damit du auf jeden Fall die ganze Zeit aufpassen musst. Und wie hat man so früher so schön gesagt, Hand aus der Hose, aufgepasst, Stift bereit. Klingt doppeldeutig. Egal, wir gehen mal weiter auf dieses Thema ein. Warum sind Leads so wichtig? Es gibt ja unterschiedliche Leads und bei Leads kannst du, also was ist überhaupt Leads? Ein Kontaktdatensatz von einem potenziellen Interessenten im Idealfall. Manchmal aber auch nur ein Kontaktdatensatz von jemandem, der falsche Kontaktdaten eingetragen hat. Worum geht's? Es geht darum, dass es natürlich ganz unterschiedliche Leads gibt, vor allem unterschiedlich in der Qualität. Also du hast jetzt ein Lead, kann auch rein theoretisch ein Kunde sein, kann aber auch jemand sein, der sich nur irgendein E-Book von dir runtergeladen hat oder irgendwo sich aus Versehen auf deiner Seite verirrt hat. Das kann ein unterschiedlicher Ansatz sein oder eine unterschiedliche Betrachtung sein. Nichtsdestotrotz sind diese Datensätze, gerade wenn du auch so High-Price-Produkte verkaufst, nachher natürlich für dich die Grundlage, dein Business erfolgreicher zu machen. Also ohne Leads kein erfolgreiches Business. Wenn nirgendwo Datensätze, Leads reinkommen, wirst du Schwierigkeiten haben, eben aktiv dein Business nach vorne zu bringen. Klar, jetzt könnte man sagen, okay, ich kann auch den ganzen Tag einfach nur irgendwelche Leute anrufen. Die könnte man jetzt auch wieder als Leads betrachten. Aber natürlich ist es immer schön, wenn derjenige mit dir schon irgendwo einen gewissen Touchpoint hat. Je qualitativer die Leads sind, desto teurer sind sie häufig. Desto größer ist aber auch die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Lead potenziell zum Abschluss führt. Jetzt könnte man überlegen, setze ich also eher auf teure Leads, wo ich aber weiß, dass die Qualität hoch ist, oder setze ich eher auf günstige Leads, auf die Masse, die ich aber dann durch Vorqualifizierung zu qualitativ hochwertigen Leads mache. Oft liegt die Wahrheit, das war das Wort, was ich gesucht habe, oft liegt die Wahrheit aber in der Mitte. Das heißt, hier sich anzuschauen, welche dieser beiden Wege sozusagen der richtige für dich ist. Gute Leads müssen nicht teuer sein, sind es aber oft. Aus folgendem Grund, weil jeder ballert natürlich die Welt voll mit Werbung und auch du willst dann irgendwie mit deiner Werbung irgendwelche Leute generieren. Da gibt es aber die, die dann Tausende, Hunderttausende, Millionen in Werbung schießen und du mit deiner kleinen Werbung, die sieht dann fast keiner mehr. Das heißt, deine Werbung muss vor allem eins sein, kreativ, auf den Kopf der Zielgruppe, stark aufgebaut, gut aussehend, also ganz, ganz viele Sachen, damit du überhaupt eine Chance hast, in diesem Haifischbecken zu überleben. Ne, wenn du in dieses Becken reinspringst und du bist vorher schon ein kleiner toter Fisch, dann wirst du sofort aufgegessen. Wenn du ein kleiner, flinker, rosaner Fisch bist, den keiner essen will, dann könntest du potenziell größere Chancen haben. Also die Qualität zu erhöhen, aber dennoch in der Quantität ausreichend Leads einzusammeln. Das ist sozusagen die hohe Kunst. Wir haben unterschiedliche Leads oder Lead-Magneten, die wir dafür nutzen, also unterschiedliche Möglichkeiten, diese Leads anzuziehen. Das können E-Books sein, das können Checks sein, das können Webinare sein, das können Reports sein, das kann alles sein. Jeder Coach hat da auch so ein bisschen seine Favorites, die er gerne sozusagen einsetzt. Also der eine arbeitet mit Reports ganz viel, der andere arbeitet ganz viel mit Webinaren, der nächste arbeitet wieder damit ganz viel. Es muss auch ein Stück weit zu dir passen, wie du so als Person bist und worauf du als Person Bock hast, vorzugehen. Warum funktionieren günstige bzw. kostenlose Sachen als Leadmagneten ganz gut? Weil was nichts kostet, ist zwar auch nichts, sagt man so oft, ist aber auf der anderen Seite auch umsonst. So. Also das heißt, ne, ach komm, da gehen wir mal eben rein, ach komm, das gucken wir uns mal eben an, kostet ja nichts. Ne? Kostet ja nichts.
Aber auf der anderen Seite hast du dadurch natürlich häufig auch ein gewisses Qualitätsproblem. Deswegen kannst du halt auch überlegen, mit Leadmagneten zu arbeiten, die ein gewisses Pricing haben. Also, ne, wo man eben schon ein paar Euro für bezahlt, um die Leute auch ins Zahlen zu bekommen, eine Zahlungsbereitschaft zu haben, potenziell auch Bankdaten schon zu generieren, damit ich dann mit einem One-Click-Upsell im Nachgang zum Beispiel arbeite und dir im Nachgang eine E-Mail schicke, wo du nur noch auf etwas draufklicken musst und dann kannst du das potenziell sozusagen direkt kaufen. Das heißt, du solltest genau überlegen, wie eben deine Zielgruppe hier ganz konkret agiert, beziehungsweise was das ist, was für deine Zielgruppe wichtig ist. Wenn du in die Umsetzung von solchen Leadmagneten gehst, ist die Grundlage wirklich die Identifikation der Probleme der Zielgruppe. Das heißt, nicht damit zu beginnen, ja, okay, cool, dann mache ich das jetzt und jetzt gehe ich zu Facebook, sondern wirklich Deep Dive zu überlegen, was ist hier das Kernproblem? Also du bist jetzt im Bereich, was weiß ich, Mitarbeitergewinnung oder du bist Unternehmensberatung. Machen wir es mal ganz breit. So, dann wäre der erste Schritt ja herauszufinden, was sind die Probleme deiner Zielgruppe? Okay, dann würdest du vielleicht sagen, die Probleme meiner Zielgruppe sind im Bereich Personal. Okay, was ist konkreter? Ja, die Mitarbeitergewinnung. Und dann könnte man überlegen, was ist noch konkreter? Ja, Nachwuchsführungskräfte. Was noch konkreter? Ja, weibliche Nachwuchsführungskräfte. Ja, noch konkreter. Ja, weibliche Nachwuchsführungskräfte in unserem Finance-Sektor. Das heißt, hier genau zu überlegen, wo ist das Kernproblem deiner Zielgruppe und das im Idealfall eben über ein günstiges oder kostenloses Produkt anzuteasern. Also jetzt bleibt mal in dem Beispiel, einen Report zu erstellen, der heißt, so findest du kostenlos weibliche Führungskräfte, die Bock haben, in deiner Finanzabteilung zu arbeiten. Oder finde jetzt raus mit unserem Test, warum sich weibliche Führungskräfte aus der Finanzbranche nicht bei dir bewerben. Oder das ultimative Live-Coaching-Webinar, ich zeige dir genau meine HKS-Methode, wie du weibliche Führungskräfte für deine Finanzbranche findest. Du kannst da extrem viele Sachen machen, egal ob das ein Check ist, ein Webinar ist, ein E-Book ist, ob das was ein Report ist, ob das, keine Ahnung was. Also da kannst du einfach mal nach Leadmagnet-Möglichkeiten etc. googeln oder kannst ChatGPT fragen. Wahnsinn. Also da bekommst du Tausende, Hunderttausende von Ideen sozusagen rausgeballert. Ja? Als Praxisbeispiel bei uns, wir haben ein Marketing- und ein Mitarbeiter-Bundle. Die kosten beide 4 Euro. Also wer die kaufen will und dafür sorgen will, dass wir reich werden, der kann sich da auf den Link in der Bio oder in der Caption oder im Text unten drunter, kann einfach da draufklicken. Das heißt, wir stellen hier einmal ein Paket zur Verfügung, wo es darum geht, Kunden zu gewinnen, was kann man machen, was kann man tun, welche Möglichkeiten hat man. Und auf der anderen Seite ein Mitarbeiterwandel, also wie kann ich Mitarbeiter gewinnen, was ist wichtig bei der Mitarbeitergewinnung, worauf muss ich bei der Mitarbeitergewinnung achten und so weiter. Das sind zwei Core-Problems unserer Zielgruppe, nämlich Kundengewinnung und Mitarbeitergewinnung. Und die beiden halt eben angeteasert, aber nicht in einem kostenlosen Produkt, sondern in einem kleinen Bezahlprodukt, um eben auch die Leute anzuziehen, die dieses Problem wirklich haben, die wirklich auch bereit sind, für dieses Problem Geld zu bezahlen und darüber eben die Zielgruppe wirklich anzuteasern. Ganz, ganz wichtiger Punkt, der halt sehr gut funktioniert. An der Stelle gibt es ein schönes Zitat von Jeff Bezos. Das heißt, dein Gewinn ist mein Umsatz. Und das ist eine schöne Betrachtungsweise, das so rum auch zu betrachten. Also zu sagen, es ist dein Gewinn, den du durch meine Produkte, meine Dienstleistungen generierst. Und dadurch mache ich sogar Umsatz. Und genau so musst du auch einen Leadmagneten betrachten. Es gibt so beim Leadmagneten auch so eine goldene Regel, die heißt, sag den Kunden, was sie machen sollen, aber sag ihnen nicht, wie sie es machen sollen. Also als Beispiel bleibt bei dem Mitarbeitergewinnungsthema für weibliche Führungskräfte. Da könnte man jetzt hingehen und könnte zum Beispiel sagen, ja, also um weibliche Führungskräfte zu gewinnen, ist es extrem wichtig, Active Sourcing auf LinkedIn zu machen und mit einem wirklich sehr individuellen Text die Leute anzusprechen und in diesem Text die AKY-Methode anzuwenden. So, dann wird jeder denken, was ist die AKY-Methode? Wie funktioniert die AKY-Methode? Du erklärst dem Kunden aber nicht, wie die AKY-Methode funktioniert. Nämlich diese AKY-Methode wird erst in deinem Coaching-Programm erklärt. Ja? Also darum geht's. Es geht wirklich darum, hier einen Mehrwert zu bieten, der für die Kunden oder der bei den Kunden auch dazu führt, dass die Kunden eben bereit sind, sich eben entsprechende Dinge runterzuladen, Geld dafür auszugeben, Datensätze dazulassen. Es ist wie ein Tauschgeschäft.
Wenn du nur etwas Schlechtes zu tauschen hast, wird keiner Lust haben, das mit dir zu tauschen. Wenn das mal nicht wunderschöne Worte zum Ende sind. Also schreib mir doch mal gerne in die Kommentare, wenn du so offen bist, wenn du Bock hast, das zu teilen, welcher Leadmagnet bei dir gut funktioniert hat. Du kannst auch gerne deinen Leadmagneten verlinken. Wir gucken uns auch deinen Leadmagneten gerne mal an, wenn du Bock hast. Und wenn du Lust hast, dein Business generell nach vorne zu bringen und Bock hast, mit einer starken Gruppe, einem starken Netzwerk von Unternehmerinnen und Unternehmern sich auszutauschen, plus Input von diesem jungen Mann hier zu bekommen, dann verlinke ich dir das auch mal. Dann haben wir nämlich unseren großartigen Black Circle. Und auch das ist, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Sache, wo viele Unternehmerinnen und Unternehmer in den letzten Jahren ziemlich krasse Schritte gemacht haben. Also in dem Sinne, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Was ist denn mit dir los? Ich bin echt traurig. Gar keiner klickt auf Kanal abonnieren. Wir machen uns voll viel Mühe und voll viel Arbeit und keiner klickt da drauf.